Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier bei Dark Orbit und willkommen auf Eddieblue Let's Play. Es hat sich ein wenig geändert und was sich geändert hat, das will ich euch heute mal zeigen. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine Reise, auf meine Kanalreise und zwar zack. So, jetzt sehen wir hier gerade mein Kanalbild, so wie ich das jetzt momentan habe. Ich habe ein neues Hintergrundbild und finde das mega geil, dieses Hintergrundbild. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das schöne Bild. Und ja, das ist nicht alles, es geht noch weiter. Den Clan Veldan gibt es jetzt mittlerweile wieder. WD Veldan, hier auch bei Dark Orbit jetzt mittlerweile wieder zu finden. Ja, und Softwell ist jetzt mittlerweile derjenige, der diesen Clan besitzt, beziehungsweise der ihn überhaupt reanimiert hat. Er streamt mittlerweile auch CSGO-Videos, Rocket League, FIFA, alles Mögliche. Den Kanal blende ich euch jetzt hier gerade mal ein. Wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal vorbei. Ja, gebt ein Abo, guckt mal, ob es euch gefällt, was er da macht. Und das zweite ist, mein Kanal hat mittlerweile über 100.000 Gesamtvideoaufrufe. Das feiere ich natürlich mega, im Hintergrund gerade die Uhr zu hören, ja. Glaube ich. Das feiere ich natürlich mega, dass diese riesige Anzahl an Aufrufen jetzt auf meinem Kanal zu finden ist. So, jetzt erstmal wieder zurück. Es gibt noch diese komischen geplackten Viecher hier. Bin gerade mit meiner Aegis oben auf der 1.6 und bin eigentlich auf der Suche jetzt nach ein paar Krisos. Ich habe ja diese komische Quest offen. Na, also ist gar nicht so einfach, weil die Spawnrate von Krisos so gefühlt, naja, 1:3 ist im Gegensatz zu der 1.7er Map. Dafür spawnen haufenweise Krisis und haufenweise anderes Kram, was keiner sucht und braucht. Und komm, wir flüchten einfach mal. Macht bestimmt auch viel Schaden, der Sack hier. Ich mache jetzt nicht den Schaden, den vielleicht der andere macht, der jetzt hier gerade dabei ist. Aber jetzt in der Damage Config mache ich natürlich ein bisschen mehr. Ah, und jetzt habe ich es nicht geschafft, auf mein Dings zu klicken, auf mein Insta-Schild. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, aber hey, was soll's. Life is life und so weiter. Alles kein Problem, dafür gibt es ja die Boje jetzt. Schildreparatur, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und der andere ist auch geplatzt. Ach du Gott. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Warum lädt der mich ein in eine Gruppe? Gibt es dann Grund? Gruppe Chat. Bisher kam noch nichts. Schade. Ich dachte, der hat jetzt irgendeinen Grund, warum er mich eingeladen hat. Er hat mich auf jeden Fall im Klick. Ein bisschen Schild, ein bisschen HP hat er auch. Und ich bin mal gespannt, wahrscheinlich genauso wie der Rest von euch, die den Kanal hier so ein bisschen verfolgt haben bisher, so ein paar Folgen geschaut haben, wann der Pascal wieder mal dabei ist, wann er bei DO wieder mitspielt. Momentan ist er halt nicht so auf der Schiene für Dark Orbit, kann ich auch verstehen, weil irgendwie ist es immer das Gleiche. So gesehen, du fliegst rum, schießt deine Aliens und freust dich drüber, ne? Und es gibt Leute, die halt noch ein bisschen mehr suchten und die besser sind und es gibt welche, die schlechter sind und das war's halt. Und das ist Dark Orbit. Ja? Beste Pay-to-Win-Beispiele aller Zeiten. Das im Hintergrund übrigens ist die HSB, wem das was sagt, die Harzer Schmalspurbahn, ist eine dampfbetriebene Schmalspurlok. Ich liebe, sagen wir mal so, ich liebe Züge. Nein, jetzt nicht unbedingt, dass ich mich davor werfe, sondern einfach, ich mag Dampfzüge, ich mag auch wirklich alle anderen Arten von Zügen, aber vor allem Dampfzüge. Und ich bin halt hier aufgewachsen, neben der HSB-Schmalspurstrecke und ich feiere das. Also falls irgendwer Interesse bekundet, das Kram, super, wirklich. 17.000 Schaden mit X2 ist aber auch nicht schlecht. Also kann man mal machen, sagen wir es mal so. Ein bisschen Update habe ich glaube ich auch noch drauf. Ja, über 100.000 Schuss, sehr schön. Und ein volles Lager habe ich auch noch. Nur die Viecher sind, glaube ich, auch stärker hier. Ne? Die geplackten Viecher sind, glaube ich, stärker als die normalen Krisis. Weil die wurden ja gerade alle von einem Kami getroffen und dass gerade die beiden hier geblieben sind, ist schon interessant. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe weniger Schild in meiner Flugkonfi als in der anderen Konfi. Das heißt, ich habe auch eine
Halbwegs der Damage-Konfi in der Flug-Konfi. Okay. Lang nicht gespielt. Der andere ist gerade gereckt, wie es aussieht, auf 1,6 hier. Das heißt, wir haben hier sowieso ein bisschen Besuch. Da ist das Bett von dem anderen. Jetzt hat er die Gruppe verlassen. Zeichen Aegis gehört. Das war aber eigentlich nicht meine jetzt. Uneigentlicherweise auch nicht. Dark Orbit ist schon wieder so verwirrend. Naja. Wer kennt es nicht anders, ne? Oh, hier. Guck an, eine Base. Naja, noch gar nicht gesehen, dass hier eine Base ist. Oben. Kann ja mal gucken gehen. Vielleicht bereue ich das jetzt, dass ich gucken gehen möchte, aber hey. Was soll's? Ich gucke zu viel nach unten. Ich gucke echt zu viel nach unten. Der Typ verteidigt seine Base. Okay, ich gucke echt zu viel nach unten. Ich muss ein bisschen mehr auf meinen Schiffen, auf mein Leben achten. Kann ja nicht sein. Schon wieder geplatzt hier. So. Mal schauen hier. Ist alles so halb geladen. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja? Mal schauen, wie das aussieht hier im Hangar mit den Drohnen. Nicht, dass ich jetzt hier meine Drohnen kaputt mache, alle Mann. Und mich dann wundere, hey, wo sind sie denn? So, die Drohnen. 40, 40, 40, 24. 24, 24, 24D. Juhui. Slow Mine. Yay. Immerhin. 35 von 90 schon geschafft. Kann ja fast stolz drauf sein hier. 35 von 90 sind meine schon ganz gut. So, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein für heute mit Dark Orbit. Ich werde jetzt noch ein bisschen was anderes machen. Bin momentan sehr im Stress, aber ich habe schon wieder 2 Wochen kein Video hochgeladen oder mindestens 1 Woche. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das wollte ich jetzt nicht so stehen lassen. Also ich wünsche noch eine schöne Zeit. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich in der nächsten Woche oder in dieser Woche oder täglich oder was weiß ich Videos hochlade. Es kommt einfach random ein Video. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann ist das diese kleine Glocke und ich glaube, wenn man da draufklickt, dann wird man auch benachrichtigt. Oder man wird auch so benachrichtigt, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine super Zeit und was ist denn hier los? Moment, Moment. Bin ich aus dem Netz rausgeflogen, lalalala. Okay, 3 Leute, das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel jetzt für mich. Wenn hier keiner mitkämpft, glaube ich. Okay, NVM, nevermind. Wie gesagt, wünsche noch einen schönen Tag und tschüss. Oder eine schöne Zeit, je nachdem.